Wächst dein Unternehmen als Selbstständiger stetig, kann es für dich alleine schnell mal zu viel werden. Ein logischer Schritt wäre dann, einen Mitarbeiter einzustellen. Eine Person, die für dich arbeitet und am Ende des Monats zahlst du den Lohn aus. Einfach, oder? Naja, ganz so simpel ist es dann doch nicht. Neben dem Lohn gibt es noch andere Zahlungen und Meldepflichten. Zusammengefasst spricht man von der Lohnbuchhaltung. Wir erklären dir, was sie genau ist und wie sie funktioniert. Jedes Unternehmen ist gesetzlich zur Finanzbuchführung verpflichtet. Hierunter fällt auch die Lohnbuchführung. Aber Vorsicht! Die Lohnbuchführung ist nicht gleich Lohnbuchhaltung. Bei der Lohnbuchführung wird die monatliche Gehaltsabrechnung erstellt. Sie besteht aus Erstelldatum, Gültigkeitszeitraum, Bruttogehalt, Abzüge und Nettogehalt. Doch nun zur Lohnbuchhaltung. Der Aufwand der Lohnbuchhaltung ist abhängig von der Art des Unternehmens. Das feste Gehalt deiner Angestellten ist einfacher und schneller zu verrechnen als Stundenlohn, bezahlte Überstunden und zusätzliche Vergütungen. Hier musst du monatlich neu berechnen. Grundsätzlich gehören folgende Bereiche zur Lohnbuchhaltung: Pflege der Personalstammdaten, Führung und Pflege der Jahreslohnkonten, Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Meldeerfordernisse, Erstellung von DTA-Dateien und Buchungsbelegen für die Finanzbuchführung und optional die Erstellung von Arbeitsverträgen, Kündigungen, Abmahnungen etc. Ein wichtiger Begriff der Lohnbuchhaltung ist das Lohnkonto. Dieses kannst du dir als Sammelordner aller relevanter Daten über den Angestellten vorstellen. Folgende Pflichtinhalte sind im Einkommenssteuergesetz sowie in der Lohnsteuerdurchführungsverordnung festgelegt: Lohnsteuerabzug, Sonderzahlungen wie Kurzarbeitergeld etc., Wegfall des Anspruchs auf Verdienst an wenigstens 5 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen, die persönlichen Daten des Arbeitnehmers, Jahresfreibetrag, Jahreshinzurechnungsbetrag, Monatsbetrag, Wochenbetrag oder Tagesbetrag, Vorsorgungsfreibetrag plus Zuschlag, Tag der Lohnzahlung, Zeitraum der Lohnzahlung, Bezüge getrennt nach Sach- und Geldlohn, außerordentliche Einkünfte, Bezüge nach dem Doppelsteuerabkommen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Somit bereitet die Lohnbuchhaltung die Gehaltsabrechnungen für die Mitarbeiter vor und händigt sie am Ende des Monats aus. Du als Arbeitgeber erhältst auch wichtige Informationen wie die Auszahlungsliste, die Meldebescheinigung für die Sozialversicherung und das Lohnjournal. In der Lohnbuchhaltung gibt es 3 gesetzliche Meldepflichten. Die Daten des Arbeitnehmers musst du an die Sozialversicherung übermitteln. Die Zahlungen musst du bei der Krankenkasse einreichen, woraufhin du Krankenkassennachweise erhältst. Außerdem ist es erforderlich, dass du die Lohnsteueranmeldung erledigst. Dadurch erhält jeder Arbeitnehmer automatisch den Nettowert seines Gehalts. All diese Daten werden regelmäßig überprüft, sei es durch die Mitarbeiter selbst oder durch das Finanzamt in der Lohnsteueraußenprüfung. Die Versicherungskonten werden durch den Rentenversicherungsträger geprüft. Somit ist in der Lohnbuchhaltung die vom Gesetzgeber vorgegebene Dokumentationspflicht einzuhalten. Hier noch einmal ein kleiner Überblick über die Aufgaben der Lohnbuchhaltung anhand eines Beispiels. Der neue Mitarbeiter Olaf Sahnefuß, Name frei erfunden, tritt in einer Kfz-Werkstatt bei, für welche du die Lohnbuchhaltung führst. Als erstes eröffnest du die Lohnunterlagen und meldest Olaf beim Sozialversicherungsträger an. Je nach Beschäftigungsart gibt es hier unterschiedliche Dokumentations- und Meldepflichten. Du rechnest Olafs Arbeitnehmerbezüge ab. Hierunter fallen die Ermittlung der Gesamtbezüge inklusive Lohn- und Lohnnebensteuern, die Ermittlung der abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge sowie die Erstellung der Entgeltabrechnungen. Die Lohnabzüge meldest und überweist du an Olafs Sozialversicherungsträger und an das Finanzamt sowie an gegebenenfalls externe Zahlungsempfänger. Würde Olaf nun die Firma wieder verlassen, so wickelst du meist zum Monatsende den Mitarbeiteraustritt ab und meldest diesen den Sozialversicherungsträgern. Am Ende des Geschäftsjahres schließt du die Lohnkonten ab und meldest sie dem Sozialversicherungsträger, der Agentur für Arbeit und den Statistikämtern. Und das alles erledigt die Lohnbuchhaltung. Wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es und teile es mit deinen Freunden. Bist du an mehr Videos zum Thema Selbstständigkeit interessiert? Dann kannst du unseren Kanal abonnieren und auf die kleine Glocke klicken.